Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ja, lieber Herr Hovenjürgen, ich hatte jetzt erstmal den Glückwunsch natürlich an Sie, dass jetzt Ihr eigenes Windprojekt weitergehen kann. Ich hatte die Hoffnung, dass damit verbunden ist, dass Sie Ihre unberechtigte Kritik an der Landesregierung, dass alles zu langsam gehen soll, langsamer einstellen würden und wir so zusammenarbeiten können wie bei diesem Antrag. Dann gucken wir mal weiter, ob wir das vielleicht dann doch hinkriegen. Dieser gemeinsame Antrag ist richtig und gut, auch wenn er einen Aspekt hier aufgreift. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben ja eben schon darauf hingewiesen, die Akzeptanz für Bürgerinnen für die Windenergie ist sehr wichtig. Dabei ist die Befeuerung von Windanlagen ein Aspekt. Und es gibt aber eben an der Stelle noch einige Schwierigkeiten. Wir haben es damit zu tun, dass in den letzten Jahren sich das Bundesverkehrsministerium immer wieder leider die Augen vor dem Thema verschlossen hat. Jetzt haben wir einen Ansatz einer Lösung und deswegen ist es genau richtig, wie es in dem Antrag beschrieben wird, dass wir hier mit Pilotprojekten arbeiten und weitere Aspekte, die meine Kollegin schon genannt hat, hier auch versuchen voranzubringen. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Frage von Herrn Kollegen Hovenjürgen zulassen? Ja, natürlich. Liebe Frau Kollegin, danke, dass Sie es zulassen. Möchte Sie nur darauf hinweisen, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass ich überhaupt nichts über Genehmigungsgeschwindigkeiten, sondern über die Rahmenbedingungen für Genehmigungen gesagt habe. Ja, Herr Hovenjürgen, ich habe zur Kenntnis genommen, dass Ihre Kritik sich ein ganz klein bisschen geändert hat, aber eben noch nicht komplett. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir dieses Thema hier voranbringen konnten und dass hier noch weiter daran gearbeitet werden muss. Und dass natürlich es aber auch nicht sein kann, dass bei diesem Thema es hinterher darauf hinausläuft, dass gerade kleinere Windenergieanlagenprojekte hinterher mit einer Wirtschaftlichkeit eingeschränkt sind. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wir müssen die unterschiedlichen Sichtweisen hier gut im Blick behalten. Ich denke, dass wir das mit diesem Antrag tun und wir hoffen, dass es dann in dieser Hinsicht auch weiter gemeinsam gut weitergehen kann. Herzlichen Dank.